Herr Dr. Feithausen. Sie baten um ein Gespräch. Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Ich habe Anlass zur Befürchtung, dass in dieser Anstalt Kinder getötet werden. Toni und Johann sind heute Nacht gestorben. Ich weiß. Bronchopneumonie. Gestern waren Sie noch kerngesund. Sie haben sie selbst gesehen. Die anderen Kinder haben erzählt, Schwester Kiefer hat ihnen Himbeersaft verabreicht mit einem Medikament. Möglicherweise ist das kein Zufall. Hier geschieht nichts ohne mein Wissen, das können Sie sicher sein. Sie wissen, dass die beiden getötet wurden. Dafür ist sie hier. Frau Kiefer erlöst diese Kinder. Deshalb habe ich sie extra von der Hademar hierher beordert. Sie machen hier heimlich weiter mit der Euthanasie. Alle machen weiter. Alle Nervenheilanstalten. Das Ausmerzen von Erbkrankheiten, die Befreiung der deutschen Bevölkerung von dieser Geißel, ja. Als Sie und die anderen Nonnen die Patienten zu den grauen Bussen begleitet und dabei gesungen haben, da wussten Sie doch, was denen bevorsteht. In der Tat. Das war ein Akt des Trostes. Ah ja. Und jetzt, wo das hier stattfindet, da begehren Sie plötzlich auf. Wo ist der Unterschied? Wo genau ist der Unterschied? Wie können Sie es wagen? Wie können Sie sich ausgerechnet an den Schwächsten und Wehrlosesten vergreifen? Diese Patienten unterstehen Ihrem Schutz und Ihrer Fürsorge. Auf Wiedersehen. Es gibt eine höhere Gerichtsbarkeit als die Ihres Führers. Sie wollten mich sprechen? Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Ich habe Anlass zur Befürchtung, dass in dieser Anstalt Kinder getötet werden. Toni und Johann sind heute Nacht gestorben. Ich weiß. Bronchopneumonie. Gestern waren sie noch kerngesund. Sie haben sie selbst gesehen. Die anderen Kinder haben erzählt, Schwester Kiefer hat ihnen Himbeersaft verabreicht und ein Medikament. Möglicherweise ist das kein Zufall. Hier geschieht nichts ohne mein Wissen. Dessen können Sie sicher sein. Sie wissen, dass die beiden getötet wurden? Dafür ist sie hier. Frau Kiefer erlöst diese Kinder. Sie wurde extra deswegen aus Hadamar hierher beordert. Sie machen hier heimlich weiter mit der Euthanasie. Alle machen weiter. Alle Nervenheilanstalten. Das Ausmerzen von Erbkrankheiten,
Die Befreiung der deutschen Bevölkerung von dieser Geißel. Ja. Als Sie und die anderen Nonnen die Patienten zu den grauen Bussen begleitet und dabei gesungen haben, da wussten Sie doch ganz genau, was denen bevorsteht. Das war ein Akt des Trostes. Trost! Und jetzt, wo es hier stattfindet, da begehren Sie plötzlich auf. Was ist der Unterschied? Was genau ist der Unterschied? Wie können Sie es wagen? Diese Patienten unterstehen Ihrem Schutz und Ihrer Fürsorge. Raus! Es gibt eine höhere Gerichtsbarkeit als die Ihres Führers. Raus! Ja? Ich habe Anlass zur Befürchtung, dass in dieser Anstalt Kinder getötet werden. Toni und Johann sind heute Nacht gestorben. Ich weiß. Bronchopneumonie. Gestern waren Sie noch kerngesund. Sie haben Sie selbst gesehen. Die anderen Kinder haben erzählt, Schwester Kiefer hat Ihnen Himbeersaft verabreicht mit einem Medikament. Möglicherweise ist das kein Zufall. Hier geschieht nichts ohne mein Wissen. Dessen können Sie sicher sein. Sie wissen, dass die zwei getötet wurden. Dafür ist sie hier. Frau Kiefer erlöst diese Kinder. Man hat sie extra deswegen von der Hadamar hierher beordert. Sie machen hier heimlich weiter mit der Euthanasie? Alle machen weiter. Alle Nervenheilanstalten machen weiter. Was ist denn mit Ihnen? Als Sie und die anderen Nonnen die Patienten zu den grauen Bussen begleitet und dabei gesungen haben, da wussten Sie doch ganz genau, was denen bevorsteht. In der Tat. Das war ein Akt des Trostes. Trost. Und jetzt, da es tatsächlich hier stattfindet, da begehren Sie plötzlich auf? Wo ist der Unterschied? Wo genau ist der Unterschied? Wie können Sie es wagen? Diese Patienten unterstehen Ihrem Schutz und Ihrer Fürsorge. Ich möchte allein sein. Es gibt eine höhere Gerichtsbarkeit als die des Führers. Bitte gehen Sie.